Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade schon meinen Posen geübt und bin gerade noch am Frühstück machen. Heute gibt es einen kleinen anderen Tagesablauf als üblich, weil ich bin heute beim Friseur. Struggle of blonden Haaren, aber so wie man sie hasst und auch es hasst, zum Friseur zu gehen, so liebt man es. Mein Gewicht war heute früh die letzten Tage wieder 500 Gramm runter, 500 Gramm runter, aber ja, gerade vom Videos gemacht, Simon geschickt, Dani geschickt, der Bianca geschickt. Bianca, du kriegst auch immer eine Portion Muskelspiele am Morgen. Genau, aber wir ändern nichts. Wir sind gut in der Zeit. Wir haben noch 18 Tage und ja, heute mal einen Einblick in einen etwas anderen Tag. Früh gibt es auf jeden Fall immer einen Löffel von meinem Vitamin Power. Das ist ein Multivitamin Pulver. Ich zeige es euch gleich mal. Und zwar Pulver, weil man meiner Meinung nach, beziehungsweise unserer Meinung nach, nicht die Menge an Vitaminen in eine oder zwei Kapseln reinbekommt, die nötig sind, damit alles abgedeckt ist. Und da weiß ich auf jeden Fall, das Fundament passt. Es wird optimal aufgenommen wegen meinem Ingwer, Zitrone etc. Einfach für die Verdauung, also Antioxidantien bzw. antientzündlich. Und alles, was gut funktioniert oder reibungslos funktioniert im Darm, ist für die Aufnahme, für die Mikro- und Makronährstoffe essentiell. Vor allem, weil die Aufnahme von den Nährstoffen findet ja im Dünndarm statt. Und das ist ja sozusagen der obere Teil von unserem Verdauungstrakt nach dem Magen. Und genau, da soll das hin. Eine Sache vielleicht noch, die viele interessiert, zu meinem Gemüse. Das ist jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit heute. Und ich persönlich, um alle zu beruhigen, wiege mein Gemüse nicht ab. Leute, die dazu neigen, dass sie tendenziell ihr Hungergefühl oder versuchen, ihre Gelüste mit Gemüse zu kompensieren. Das wird nicht funktionieren, Leute. Versucht einfach, euch vorzustellen, euer Magen ist in Lärmzustand so groß wie eure Faust. Das heißt, das ist eigentlich im Prinzip zweimal mein leerer Magen. Das heißt, er muss eigentlich voll sein danach. Alles, was ich danach noch reinstopfe, dehnt ihn einfach nur aus. Und wenn ich ihn weiter ausdehne, schüttet der Magen wieder was aus, also ein Hormon, das sozusagen den Sättigungseffekt oder den Sättigungssignale schickt. Und umso mehr ihr den ausdehnt, umso mehr wird er auch immer wieder wollen. Also ich wiege mein Gemüse nicht ab. Hier haben wir das gleiche nochmal in seiner wundervollen Form. Ich esse auch das Gemüse, was ich gut vertrage. Paprika habe ich mich wieder rangetraut. Im Backofen vertrage ich die ganz gut. Und dann nehme ich einfach immer so ja, eine Handvoll Gemüse, packe das da drauf, dass es einfach nicht vollgestopft ist und ich weiß, ich habe genug Ballaststoffe, um satt zu sein. So, einmal der wunderschöne Struggle von lockigen, gekämmten Haaren mit Ansatz und Mittelscheitel. Wenn wir hier schon hier auf Realität auf Instagram sind, das sieht dann später mal anders aus, ne? Hoffentlich. Aufi, aufi, bepackt mit Taschen, wie immer, geht's jetzt ab in die Stadt. So eine Scheiße, der Parkkartenautomat ist ausgefallen, komplett. Und jetzt musste ich da dort anrufen und dann kam so ein Typ von der Technik, der gesagt hat, ja, fahren Sie da jetzt einfach rein und sagen Sie dann Bescheid, dass Sie keine Karte bekommen haben, keine Ahnung. Fängt schon wieder ganz toll an, ganz toll. Aber jetzt habe ich eingeparkt, wenn man nicht so oft mit einem Auto unterwegs ist, das man nicht so gut kennt, dann dauert das alles nochmal 5 Minuten länger. Das Lustige ist ja auch, man darf seine Maske nicht vergessen, man darf seinen Schlüssel nicht vergessen.
Letztes Mal habe ich meinen Schlüssel verloren. Da muss ich wieder alles zurücklaufen. Schöne Katastrophe. Jetzt fertig mit dem Friseur. Ich esse jetzt noch was, fahre dann zurück in den Laden und laufe dann direkt ins Fitnessstudio zum Beintraining. Das war ziemlich schade um die Haare, aber ich bin wieder ziemlich zufrieden. War die Gebühr dahinter? Ja. Ja, dann geht mal nicht in diesem Automaten. Soll ich mit Karte zahlen? Nochmal zahlen die. Ich hab mich gehört. Okay. Na komm schon, Computer, lass mich doch mal darauf. Nennt mich das Freibiergesicht. Ich bin ja heute früh nicht reingekommen ins Parkhaus. Und habe mich da jetzt eben wieder an dem Automaten gemeldet, dass ich rausfahren will. Dann hatte aber der Computer wieder irgendein Problem. Und jetzt darf ich mit einem bestimmten Kennwort an der Schranke mich wieder melden. Und die lassen mich einfach so raus. Läuft bei mir. Ich bin jetzt zurück im Laden und gehe jetzt eben, wie gesagt, gleich ins Beintraining. Und vom Beintraining nehme ich meistens keinen Booster, beziehungsweise wenn, da eine kleine Portion vom 3D-Pump. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Aber heute lasse ich den Booster mal komplett weg, weil ich heute irgendwie keine Lust habe. Aber was niemals vor dem Training fehlen darf bei uns, sind Elektrolyte. Und zwar ist es unser Fluid. Da ist alles drin, was eine Hydration, eine gute Hydration positiv beeinflusst, von hier den kompletten Elektrolyteprofil Phosphor, Kalium, Magnesium, Natrium, Calcium, Taurin, auch für die Leistungsfähigkeit, dass die einfach im Training erhalten bleibt, ist ja im 3D-Pump auch drin. Und was noch mega, mega fancy ist, ist Kokosnusswasserpulver. Kennen bestimmt einige vom Patrick Thur, sieht man das oft, dass er das benutzt. Oder viele trinken nach dem Training Kokosnusswasser aus dem DM, keine Ahnung was. Hier ist es hochwertiger als Pulver drin. Und vor allem, was noch cool ist, warte, steht's hier, ist pinkes Himalaya-Salz. Für
den Pump. Was mir noch eingefallen ist, was ich unbedingt noch aufs Video machen muss, ist der Kaffee-Hack 3.0. Und zwar ultra schnell. Und zwar nimmt man einfach Eiswürfel. Die mache ich hier wieder rein. Und man nehme einfach Kaffeepulver. Da muss man keine Kaffeemaschine anmachen. Da muss man keinen Kaffee aufbrühen. Man nimmt hier einfach, je nachdem wie stark man es mag, 2 kleine Löffel. Macht da Wasser drauf. Und fertig ist das Ganze. Versteckt hinter den ganzen Kirschen. Ja, wir hatten gestern Geburtstag. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das? Ich mache jetzt hier ein kleines Tänzchen. Und zwar habe ich ein Geschenk für dich. Da sieht man das, was das ist. Nee, ich sehe gar nichts. Das ist ein Auflegevibrator. Was? Nein, um Gottes Willen. Warte, du musst jetzt erstmal die Augen zumachen. Mhm. Okay, du lässt sie zu, okay? Ja, ich weiß also, nicht, die Bianca ist eine Wellnessathletin, bayerische Meisterin, hat schon jahrelang Wettkämpfe gemacht im nationalen Raum und wechselt jetzt zum NPC und will dort die Pro-Card gewinnen. Und in der Wellnessklasse ist es so, wenn man Profi ist und ziemlich gut ist, dann kriegt man immer Pokale. Und diese Pokale sind manchmal Schwerter, manchmal Schleppen, was auch immer. Und zum anderen sind es das hier. Oh mein Gott! Ich verleihe Ihnen jetzt eine fancy Krone, weil für mich sind Sie schon eine Krone. Die ist so hübsch. Die musst du zu deinem Pokal, weil du hast mir auch einen Pokal geschenkt. Schau, wie schön sie ist. Yeah! Also ich habe von der Bianca auch einen Pokal bekommen. Aber in der Wellnessklasse kriegt man immer Krone. Ja. Du bist eine süße Prinzessin, du. Dankeschön! Also wir haben heute wieder ein kleines Paket bekommen. Und ein riesen Danke geht nach Regensburg für diese zauberhaften Schleckereien, die sich in unseren dicken Bauch dann bald wieder reinfinden werden. Beziehungsweise, wenn der Daniel mit mir teilt, dann kriege ich davon auch was ab. Ja? Ich glaube, dass ich nicht so lange. Ich hoffe, dass sie das überleben oder ein paar Sachen. Schaut euch das mal an. Und zwar haben wir ein kleines Danke-Paket bekommen von der lieben Julia und dem Flo. Der Flo hat abgeräumt in seiner ersten Saison und hat beim WFF hier Trophäen gesammelt. Dreh mal um. Für die schöne Zeit, für euer Herzblut, für die 24-7-Betreuung, für einfach alles. Ganz, 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 ganz lieb. Vor allem Dr. Pepper Zero. Ich finde, es schmeckt so lecker. Und vor allem sind so Sachen, wo man weiß, die haben sich irgendwie mit uns beschäftigt und wissen, was wir gerne mögen. Macadamias. Der Daniel liebt Macadamias. Ich liebe Oreos. Vor allem, ich glaube, das sind die, genau die, wo so nach Vanille schmecken. Und ich liebe alles, was vanillig ist. Dann Mandeln, ganze Mandeln, Schokolade, Oreo Cornflakes, von denen der Flo schon so geschwärmt hat. Und Ovo Maltine ist so geil, die kenne ich noch gar nicht. Kennst du die? Die Rocks? Die könnte man geil über Eis machen. Ja, auf jeden Fall total süß. Und wir haben Wein bekommen und es bietet sich ja eigentlich total an. Den können wir mit nach Portugal nehmen und können dann vom Wettkampf saufen. Stoß mal an. Können uns mal zusammen besaufen. Und natürlich
Socken. Vielen, vielen Dank. Das wäre nicht nötig gewesen und ist nicht selbstverständlich für uns, zu schätzen wir wirklich sehr.